ich habe einfach keine Lust mit 30 zur Arbeit zu fahren. Ja, Klimaschutz, Klimawandel hin und her, aber ich glaube, wir können auch noch andere Sachen tun. Da war ja die Riesenaufregung, weil die Grünen im Landtag Tempo 30 irgendwie vorgeschlagen hatten. Und dann hatte ich gesagt, ich verstehe die ganze Aufregung nicht, weil du kommst doch immer noch von A nach B, du kannst sogar deine Karre dafür nehmen und kriegst bessere Luft dafür. Also das ist doch eine Win-Win-Situation eigentlich. Ich kann als Ingenieur nicht nachvollziehen, wenn ich langsamer fahre und länger fahre, dass ich weniger ausstoß, wenn ich schneller bin. Das ist unterm Strich sicherlich eine Milchmädchenrechnung. Ich glaube, es geht einfach um das liebste Kind der Deutschen, das ist das Auto irgendwie. Und da fühlen sich viele halt in ihrer Ehre oder irgendwo, keine Ahnung. Ich verstehe auch Leute nicht, die ein Auto mit 230 PS haben müssen oder so. Also das ist. Aber ich bin ehrlich, ich habe auch keine Lust, nur 30 rumzutuckern. Es tut mir leid. Wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich immer durch Mülheim, durch Duisburg, dann ist es schon ein Stück. Und wenn ich da überall mit 30 rumtucker, dann ist es echt ein weiter, weiter Weg. Und dann bin ich anstatt eine Stunde, bin ich dann drei Stunden unterwegs. Ich habe einfach keine Lust, mit 30 zur Arbeit zu fahren. Ja, Klimaschutz, Klimawandel hin und her, aber ich glaube, wir können auch noch andere Sachen tun. Ja, was sind deine Vorschläge? Ja. Genau. Ich muss noch mal. Gerade Förderung und Innovation ist dann natürlich ein super wichtiger Punkt, dass man Anreize setzt und dass es dann wirtschaftlich vorteilhaft wird, dass Unternehmen klimaneutral werden. Ich meine, man kann jetzt sagen, oh, der böse Markt, die bösen Großkonzerne. Aber Audi hat von sich aus gesagt, wir wollen Verbrenner verabschieden. Ja, aber die sagen das ja aus dem Grund, weil die denken, die haben dort einen guten, großen Zukunftsmarkt. Genau. Wenn sie den nicht hätten, das wäre überhaupt gar kein Ansporn für die, das nur der Umwelt zuliebe zu tun. Aber im Endeffekt ist es ja egal, warum sie es machen. Hauptsache, man wird klimaneutral. Natürlich, das Ziel ist es, egal aus welchem Grund, wir gehen Richtung Klimaneutralität. Das ist gut für uns alle. Nee. Ich sehe das noch nicht so. Es wird niemals funktionieren in einer freien Marktwirtschaft, dass ich was aufoktroyiere und sage, wir müssen wir ihn alle finden, das gut, also machen wir jetzt. Der normale Mensch, der möglicherweise jetzt vielleicht nicht das große Portemonnaie hat, sich diese Sachen leisten zu können, im E-Auto das Gleiche, die ganzen großen Schiffe, die rumgurken, wo wir unsere ganzen China-Klamotten kaufen, die wir in Deutschland nicht mehr produzieren, weil die eigentlich so teuer sind, die hauen viel mehr raus als alles andere zusammen. Und vielleicht da mal anzusetzen, nicht unbedingt mit der Brechstange unsere 83 Millionen zu knechten und die Welt verändern zu wollen, etwas anders zu sehen. Das ist meine Meinung. Da muss ja auch ein Umdenken stattfinden einfach. Es geht nicht alles billig und die Welt bleibt dabei heil. Diese Geiz-ist-geil-Mentalität. Geiz ist geil und super viel Konsum. Das auch, aber nicht jeder hat eben das Einkommen dazu, um zu sagen, hey, ich kaufe jetzt nur Bioprodukte oder regionale das Produkte. Natürlich nicht, das verstehe ich auch. Funktioniert in einigen Haushalten nicht. Das aber zum Beispiel, es muss nicht jeden Tag Fleisch geben. Es ist super wichtig, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Wir müssen es halt nur, wie du gerade gesagt hast, sozial verträglich gestalten. Aber sich ein zeitliches Ziel zu setzen von der Regierungsseite her bis x Datum, weiß ich nicht, 2030, muss das erreicht sein. Das wird niemals funktionieren. Ja. Ich glaube, dass man das machen kann. Ich glaube auch, dass man den ein oder anderen Windrad aufstellen kann und auf dem Dach das Zeug nageln kann, was man dabei nicht löschen kann. Das ist alles in Ordnung, ja? Aber eben mit Augenmaß. Ich fange an, deine Perspektive zu verstehen, obwohl ich sie nicht teile. Das ist schon mal was. Das ist schon mal gut. Also wenn man sagt 2030, das ist der springende Punkt für dich jetzt, weil es einfach so utopisch klingt, in 9 Jahren sind das ja jetzt nur noch, dieses Ziel zu erreichen. Aber das finde ich gerade eine sehr befreiende Erkenntnis, weil das Problem ja dann nicht daran liegt, dass wir überhaupt klimaneutral werden sollen, sondern eigentlich zu erklären, wie wir das schaffen und die positiven Beispiele zu bringen und nicht einfach zu sagen, so, wir werden jetzt 2030 klimaneutral und Andreas, guck jetzt mal, wie du das schaffst. Da bin ich jetzt bei dir. Ja. Na, das verstehe ich jetzt und das finde ich sehr interessant, weil ich finde, das ist auch die Aufgabe unserer Politik.